Es ist Zeit für Living Room. Wir sind hier in der wunderschönen großen Runde. Street Parade ist ein grosses Thema und natürlich auch noch die Leichtathletik EM 2014. Und jetzt haben wir Leute da, die sich in der Musikwelt und in der Sportwelt bestens auskennen. Und ich habe vor der Werbung gesagt, so, jetzt spielen wir ein bisschen spielen. Und wegen dem würde ich sagen, so, alle hier vorne runter in die Lügestützposition, bitte schön. Können wir da gerade. Was? Liegestütz? Ja. Liegestütz. Nein, nur Spaß, nur Spaß. Ich habe nur die Gesichter schnell müssen, geniessen. Aber schön haben wir alle gleich. Also, okay. Wir bewegen uns nicht. Nein, das war natürlich gemein gewesen. Die wollen ja nicht hier live im Fernsehen schwitzen. Nein. Aber vielleicht bringen wir mich trotzdem ins Schwitzen, weil wir ja ein Quiz vorbereitet haben. Und jetzt haben wir überlegt, wie kann man Sport mit Musik verbinden? Dann haben wir gedacht, also, ja, es gibt ja Musik, die für grosse Sportanlässe kreiert werden. Und was ihr müsst machen, ist erkennen, für was oder für welches Event und in welchem Jahr ist jeweils das Lied dann kreiert worden. Und passenderweise müsst ihr natürlich auch noch erkennen, ja, wer ist überhaupt der Künstler. Kennen wir vielleicht sogar noch den Titel. Aber das Ausschlaggebende ist, für welches Event und in welchem Jahr ist es gewesen. Oh, also ist so wie die Aufgabe klar für euch? Ja, total. Mal nicken? Okay, das sieht alles gut aus. Dann würde ich sagen, wir spielen mal das erste Lied ab und wir hören drei. Und ich hoffe, ihr erkennt es. Du weißt es? Wir geben dann noch ein bisschen Zeit zum Reinlassen, Dave. Du kannst aber noch als erstes antworten. Animal Trainer, oder? Südafrika 2010. Shakira. Jetzt habe ich dich geschnurrt. Also, Dave, du hast es gesagt. Shakira Waka Waka WM 2010. Das ist richtig. Und der Gusti, oder Justy, wenn ich es richtig ausspreche, hat es auch gewusst. Er hat es gerade hier reingeschrieben. Hellseher-Modus, hat schon rausgekommen. Aber wir kennen natürlich auch... Und... Aber du hast auch gerade erkannt, Fabian, gell? Das habe ich erkannt, ja. So, Charts ist schon dein Fachgebiet. Ja, eher als Hitparade, ja. Ja, natürlich. Und WM 2010 ist natürlich richtig, haben wir natürlich auch mit uns gehabt. Hat er auch gefunden, dass bei der letzten WM die Musik besser war als das? Ja. Geht? Ja, und die anderen sagen, nö. Nein, also ich habe Pitbull recht fragwürdig gefunden, auch bei der Eröffnungsfeier. Ja, das ist schwierig gewesen, gell? Sehr schwierig. Da war Waka Waka sicher schon besser gewesen. Und auch das neue Lala von Shakira ist nicht so gut wie Waka Waka. Auf jeden Fall haben alle sehr sinnvolle Texte und Titel. Ich würde sagen, wir machen gerade weiter mit Song Number 2. Und ihr daheim könnt natürlich auf choice.ch mitraten. Ich würde sagen, play! Jetzt wird es schwieriger. Ich sehe Fragezeichen in den Gesichtern. Sogar Kriege fragt sich so, was ist das? Ah, warte, wenn der Refrain kommt vielleicht. Also warten wir schnell, ein bisschen. Also wenn ihr es jetzt nicht erkennt, dann kommt nichts mehr. Oh, im Chat, ihr wisst es nicht. Also gut, dann tue ich es schon auflösen. Das war Muse für Olympia 2012. Ist das gewesen. Oh. Na gut. Aber es ist halt auch ein bisschen speziell. Noch nie gehört. Noch nie gehört. Aber den nächsten Song, den kennt ihr mit Garantie. Ich würde sagen, so was. Es war Soul, nicht? Was hast du gesagt? Soul. Soul. Es ist ein Soul-Song, ja. Nein, und Seoul nein, in Korea. Seoul, ja. Oder? 1900. Oh, oh. 88. Whitney Houston. Was hast du gesagt? 88. Hey, damn, du bist so gut! Kann man für das einen Applaus geben? Sorry. Das ist jetzt wirklich gut, wenn man das so will. Schön, ne? Ich muss jetzt sagen, du bist absoluter Sieger. Herzliche Gratulation.